Ja, guten Morgen. Ich fand das jetzt ziemlich aufregend, was ich da so gehört habe. Und ich habe mich selber gerade erwischt bei dem Gedanken, mir vorzustellen, wie würde genau dieses Experiment, das wir hier in Island beobachtet haben, bei uns ablaufen. Denken wir da mal eine Sekunde drüber nach. Meine beiden Diskutantinnen hier wurden bereits vorgestellt. Maria Vassilakou sozusagen aus der Praxis der Demokratie, Katrin Steiner-Hämmerle aus der Theorie der gelebten Demokratie. Wie ist es Ihnen beiden jetzt gegangen, sich das anzuhören? Man stellt sich automatisch vor, wie würden solche Kampagnen dann passieren? Wer wären die Kräfte bei uns, die dann plötzlich mobilisiert werden? Wer wären die Leute, die in diesem verfassungsgebenden Gremien sitzen würden? Wer würde sich da vordrängen, wichtig machen? Wäre das bei uns vorstellbar und was würde passieren? Bitte! Wie das zu schnappen? Ja, das waren jetzt natürlich eine ganze Reihe von Fragen und so schnell, da sitzt man zu lange. Also was mich am meisten, sagen wir mal, was ich mir nicht wünsche, ist, dass es diesen Crash braucht. Ja. Und das macht mir auch etwas Sorgen, dass es eben wirklich eine große Krise braucht, damit das in Gang kommt. Vielleicht auch in Analogie ein bisschen zu Kärnten. Also ich muss sagen, ich bin ja keine, was man vielleicht hört, geborene Kärntnerin, sondern lebe dort noch eine Zeit. Und wir haben aber schon gesehen, dass man etwas verändern kann. Aber ganz ehrlich, auf den Protest der Bürger ist es da auch nicht so sehr zurückzuführen. Also da bin ich skeptisch. Allerdings sieht man auch, es ist ein Lernprozess. Man darf sich nicht zu viel erwarten, aber man muss es auf jeden Fall versuchen. Ich befürchte, dass wir in Österreich zwei Voraussetzungen haben, die nicht optimal sind für diesen Prozess. Das ist einmal die Medien natürlich, die es sehr braucht, damit die Instrumentalisierung nicht gelingt durch die Parteien von derartigen Prozessen und dann ein bisschen auch die Zivilgesellschaft, aber insbesondere die Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger, um derartige Prozesse auch mitzutragen. Da haben wir halt sehr viele Versäumnisse in der politischen Bildung wahrscheinlich zu büßen. Das ist auch ein Prozess, der nur mittelfristig aufholbar ist. Aber was natürlich nicht heißen soll, dass man es nicht tun muss, um diesen Prozess zu starten, auch diesen Lernprozess zu starten. Was ich aber erfahren habe oder so auch einfach überzeugt bin davon, ist, dass es nie etwas Automatisiertes wird. Also jetzt macht man diese Veränderung und diese Revolution oder wie auch immer, ohne Krise, mit Krise und hat ein neues Modell und dann läuft es. Und das ist wahrscheinlich immer das Problem bei der partizipativen Demokratie, dass es sehr viel im Engagement, also es bleibt immer anstrengend, ja, und immer mühevoll und immer viel Arbeit, und das ist halt das, was doppelt schwer macht. Aber ich muss sagen, es hat sich sehr viel getan. Eine kurze Anekdote vielleicht: gestern war ich in Klagenfurt auf einer Veranstaltung zu einem ähnlichen Thema. Ist schon ein Zeichen, wie viel derartige Veranstaltungen stattfinden in Österreich. Und auch in Kärnten wird jetzt nach Vorarlberg ein dementsprechendes Gesetz geplant. Und ein Bankmanager kommt auf mich zu und sagt: Kennen Sie das Modell des Bürgerrates? Und ich denke mir, super. Also wenn ich erkläre das schon Menschen seit Jahren und immer haben es mir angeschaut, so ein bisschen komisch, ja, was redet die jetzt? Und er kommt zu mir her und erzählt mir das. Und das hat mich wirklich gefreut, also einfach auch, das war ein Erfolgserlebnis eigentlich für mich, dass das jetzt von Menschen kommt mit einer Überzeugung, wo vor 3 Jahren hätten mich die angeschaut und hätten gemeint, die ist verrückt, wenn ich ihnen das erkläre, ja, dass das die Zukunft der Demokratie ist. Also man merkt schon, es sickert, es bewegt sich was, es verändert sich was und ich hoffe eben ohne großen Krisen. Gut, ist aber vielleicht ein Indiz dafür, dass gerade die Banker gerade nicht mehr weiter wissen. Ne? Also, weil Sie vorher gesagt haben, es ist ein Zeichen von einer Krisensituation, wenn man plötzlich die Bürger sucht. Ja, wo sind sie denn? Maria, wie würde das bei uns in der Praxis laufen? Möchtest du das haben hier in Wien? Das ist eine üble Fangfrage. Also, zunächst einen schönen guten Morgen an alle. Ich glaube, als erstes, was mir eingefallen ist beim Zuhören, ist, dass du in Wahrheit Partizipation erreichen kannst aus einem konkreten Problem heraus.
das auch als solches erlebt wird. Sie fällt ja nicht vom Himmel. So gesehen, die Hoffnung sozusagen, dass es keine Krise braucht, um zu sowas zu kommen, die teile ich. Aber ich glaube ganz einfach, dass die erste Voraussetzung für den Einstieg in einen solchen Prozess ist tatsächlich vielleicht keine Krise, hoffentlich, aber auf alle Fälle ein größeres Problem, das von vielen so empfunden wird. Ein zweites, was ich sehe, ist, dass in Österreich, wenn wir uns vorstellen, wer würde da mitmachen, da vermute ich, dass zunächst einmal traditionell etwas höher gebildete, etwas besser situierte mitmachen würden. Ist kein Muss, ist natürlich alles eine Frage auch von Organisation, wie erreicht man auch andere, aber zumindest die Erfahrungen der letzten Zeit zeigen, dass bei dem wenig Erfahrung, was wir in Österreich mit partizipativen Prozessen haben, eher das wahrscheinlich der Fall sein würde. Das Dritte, was mir eingefallen ist, Sie würden auf alle Fälle weitaus bessere Ergebnisse hervorbringen als sämtliche Arbeitsgruppen des Parlaments. Und das wirklich, wirklich braucht uns überhaupt nicht zu wundern. Denn Bürgerinnen und Bürger haben ganz einfach andere Interessen, die sie einbringen und eine völlig andere Bereitschaft, aufeinander zuzugehen in solchen Prozessen, als Abgeordnete, die natürlich einem bestimmten Klientel in der Regel verbunden sind und daher auch nicht das Pouvoir haben, sich weiter zu bewegen als bis dort und dorthin. Und das Vierte, was mir eingefallen ist, ist, bei unserer jetzigen Realverfassung würde es dann abgefeiert werden als hervorragende Arbeit und dann würde es in die übliche Schublade gesteckt werden, wo es verschluckt wird und zermalmt wird und ich weiß nicht. Also es tut mir leid, dass ich gegen Ende negativ werde, aber das ist der Stand der Dinge heute und wir sitzen hier und diskutieren, weil wir wollen, dass es anders wird. Bleiben wir doch bei dem einen Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Es würden wahrscheinlich immer dieselben mitreden. Ich habe jetzt interessant gefunden an diesem isländischen Beispiel, da wurde ja durch so eine Art Zufallsgenerator so eine Art von Repräsentativität hergestellt. Die passiert ja in der Praxis nicht selbstverständlich. Also es sind gewisse Gruppen, die sich immer einmischen und die sich auch zu Wort melden. Wie verhindern wir in jeder Art von partizipativer Demokratie, dass es deren Interessen sind, die sich am Ende dann auch in Politik manifestieren? Ich meine, an sich sind ja gewählte Mandatare auch dafür zuständig, dass sie die Interessen derer vertreten, die nicht die Goschen offen haben, oder? Ja, das wäre auch der Vorteil an repräsentativer Demokratie. Die Kunst ist sicher, diese Betroffenheit nicht so sehr nur im persönlichen Lebensumfeld zu suchen, sondern den Menschen auch klarzumachen, dass Demokratie politische Entscheidungen sie immer angeht. Also, dass man das nicht nur sich einbringen sollte in einen Prozess, wenn es jetzt um den eigenen Hausgarten geht oder um das eigene Interesse und die eigene Gruppe, sondern weil dann bleiben wir bei einem alten Modell oder einem alten Bild von Politik, nämlich es ist nur ein Kampf von Interessen. Und gerade die partizipative Demokratie, also von der Idee, sollte es ja darum gehen, eben nicht mehr in diesen Kampf, um sich durchzusetzen mit Macht, auf was auch immer die jetzt beruht, auf Masse, auf Geld, auf Lobby, auf Kontakten und so weiter, Wählerstimmen, sondern eben gemeinsam eine Lösung zu finden, die für alle tragbar ist. Und das wäre ja das Modell. Und da muss aber klar sein, es geht mich immer was an und jetzt nicht nur, wenn es darum geht, meine Interessen da möglichst einzubringen. Und dann ist es die Kunst, alle zu erreichen. Und ich glaube, da braucht es ein ewiges Bemühen. Also da muss ich auch sagen, allen Gruppen, die das anstoßen, es wird immer jemanden brauchen, der nachläuft, der nachtelefoniert, der sagt, bitte kommt, bitte macht's mit. Und auch sogar, wenn es erfolgreich ist, muss man das weiter betreiben. Und vor allem eben immer den Blick haben für jene Gruppen, die sich nicht aufdrängen, ja, die nicht sofort aufzeigen und sagen, wir sind das Volk oder ich bin jetzt der Sprecher des allgemeinen Interesses. Das ist sicher ein Problem und muss man sagen, einfach auch die Erwartung schon sehr vieler Österreicher, das habe ich auch in Kärnten, erlebe ich es jetzt auch wieder ein bisschen so, jetzt haben wir halt eine neue Regierung und die sollen jetzt das alles wieder richten. Ja, aber dass es so nicht funktionieren kann, wird ihnen selten klar, weil es geht ja jetzt nicht nur um sich einmischen, sondern es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen und diese Entscheidungen dann auch weiterzutragen. Weil ich glaube, der Irrglaube jetzt in der Politik ist, sie meinen immer, wenn die Entscheidung gefällt ist, also ich habe jetzt meine 50% plus eine Stimme, dann ist der Prozess beendet und da merkt man, das stimmt nicht. Ja, wenn die Bevölkerung das dann nicht mitträgt, weil so
autoritätshörig sind sie dann doch nicht mehr, ja, aber man muss eben klar machen, also schon in der Verhandlung dabei und dafür aber dann auch bei der Umsetzung es leichter zu haben. Du schaust mich an, das heißt, ich soll auch. Okay. Ich glaube, also zwei Dinge sind meiner Meinung nach bei einem solchen Prozess wesentlich. Das eine ist zu unterscheiden zwischen Partizipation und Mediation. Wobei Mediation ist schon auch ein partizipativer Prozess, aber es sind trotzdem zwei Paar Schuhe in der Praxis. Wenn es sich um einen Mediationsprozess rund um ein konkretes Problem handelt, dann macht es Sinn, auf der einen Seite diejenigen zu haben, die das Projekt vorantreiben wollen. Wir sprechen jetzt zum Beispiel von klassischen Bürgerinitiativen. Ja, oder das wollte ich sagen. Und auf der anderen Seite einfach klassische Bürgerinitiativenvertreter, die nicht meistens ist das Szenario so, die mit einem Projekt nicht einverstanden sind und wo es darum geht, einen im optimalen Fall einen Annäherungsprozess sozusagen zu starten und dann am Ende über partizipative sozusagen Arbeit schlussendlich etwas zu entwickeln, das von allen gemeinsam getragen werden kann. Was anderes ist es, wenn ich von Anfang an sage, ich möchte über Partizipation ein Projekt entwickeln, was ja weitaus auch der klügere Weg ist. Mhm. Da bin ich ein großer Fan tatsächlich also des Zufallsgenerators, weil mit dieser Methode hat man eben am Ende eine repräsentative Gruppe im Hinblick auf Alter, Herkunft, Bildungsgrad, Einkommenssituation etc. erreicht. Nur, wie gesagt, bei mir gilt immer die Einschränkung, wem brennt es wirklich unter den Nägeln? Weil du hast ja oft das Problem, dass du über den Zufallsgenerator ja auch repräsentativ zunächst einmal Menschen erreichst, dann erklärst du, worum es geht und dann geht ja die Hälfte wieder weg, weil es sie nicht interessiert, weil sie keine Zeit und keine Lust haben. Dann bleiben dir erst recht dieselben über, mit denen immer sozusagen diese Arbeit gemacht wird. Ist so. Fühlt man sich dann eigentlich als Politikerin für genau die zuständig, die jetzt nicht mitreden wollen und können? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich weiß es deshalb nicht, weil wir noch einmal in Österreich am Beginn einer Entwicklung stehen und in Wahrheit alle lernen. Und mit jedem Prozess, den wir haben, haben wir danach alle etwas gelernt. Also sowohl diejenigen, die jetzt an politischer Stelle oder seitens Verwaltung dafür verantwortlich sind, als auch diejenigen, die mitgemacht haben. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung in den letzten 2,5 Jahren hat mir gezeigt, dass auf alle Fälle Interesse für etwas, was niemandem, wie gesagt, jetzt irgendwie nachts wach hält, sehr schwer erzeugt werden kann. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste von allen. Und dass wir zwar eigentlich nichts mehr machen können, das viel Veränderung bedeutet, ohne dass es Partizipation gibt, hoffentlich und bestenfalls von Anfang an, denn spätestens irgendwann einmal mittendrin wird man feststellen, es geht nicht, es formiert sich sozusagen gröberer Widerstand und das Bedürfnis mitzureden ist groß, aber es ist immer verbunden, wie gesagt, mit größeren Projekten, die viel Veränderung bedeuten, entweder für die gesamte Stadt oder zumindest für eine Umgebung. Du kannst aber nicht umgekehrt Menschen mit Partizipation zwangsbeglücken. Und ich warne auch davor, dass man schlussendlich in einer Welt endet, in der rund um die Uhr sozusagen auch eine gewisse Form von Erschöpfung aller Beteiligten eintritt, weil überall, egal was du versuchst anzufassen, kann keine Entscheidung mehr erfolgen, ohne dass alle sozusagen dann auch noch über Prozesse monatelang ihre Abende dort und dort und dort. Ja? Also, ich überzeichne, aber ich versuche einfach zu sagen, dass meiner Meinung nach die Unterscheidung, was ist signifikant und relevant genug und was nicht, ist wahrscheinlich die schwerste Kunst. Und niemand von uns kann eigentlich behaupten, ich weiß es. Vor allem eine Gefahr ist ja wahrscheinlich auch, dass man Bürger und Bürgerinnen dann mit irgendeinem marginalen Detail jahrelang beschäftigt, ja, und insgeheim werden die wirklich wichtigen Dinge ganz woanders entschieden. Ne? Darf ich dir was sagen? Ja, auch. Es kann natürlich auch ein Mittel zur Manipulation sein. Und nebenbei, alle diese Gedanken, die ich jetzt sozusagen ausgeführt habe, gehen ja immer von der Annahme aus, dass man edle Motive hat seitens der Politik, nicht? Hat man meistens auch nicht. Das heißt, zudem kommt auch noch, dass man
in Wahrheit ja auch, es ist ja auch ein Mittel der Manipulation sozusagen mitunter, wo mache ich Partizipation von Anfang an, wo versuche ich irgendwie etwas durchzudrücken und hoffentlich merkt es niemand, etc. Ich glaube, dass wir momentan so in etwa mittendrin in diesem Prozess sind und niemand hat großartig Lust, offen darüber zu sprechen, was ist relevant und was nicht, weil jeder, nämlich sowohl Bürgerinitiativen als auch die Politik, als auch die Verwaltung, hofft, von dieser Unsicherheit profitieren zu können. Mhm. Nicht? Aber Schluss und meine Botschaft lautet einfach, wir werden nicht umhinkommen, diese Debatte sozusagen transparent und offen zu führen, was ist relevant und was ist weniger relevant, also was sind Kriterien sozusagen für die Signifikanz und das Zweite, was sind Themen, die geeignet sind für partizipative Prozesse und wo gibt es unter Umständen Themen, die nicht geeignet sind. Denn ich möchte weder partizipativ noch direkt demokratisch über die Fristenlösung zum Beispiel entscheiden müssen. Es gibt Dinge, wo ich glaube, einfach es sind zivilisatorische Errungenschaften unserer Gesellschaft. Ich sage es offen und ehrlich, da kriege ich immer dann, wenn es um die persönliche Freiheit, um Elementarrechte, existenzielle Fragen von Minderheiten geht, etwa. Oder von einem Teil der Bevölkerung, und dann gibt es andere, die nicht betroffen sind. Und dann sollen die Nicht-Betroffenen darüber partizipativ entscheiden oder auch direkt demokratisch. Nein, ich glaube nicht, dass alle Themen geeignet sind. Und ich würde mich freuen, wenn es endlich in der Politik eine ernstzunehmende, ehrliche Debatte darüber gäbe, was wollen wir so anfassen und was lassen wir so, wie es ist, weil es viel besser so ist. Kann man das aus Sicht der Wissenschaft ein bisschen eingrenzen, welche Themen sich mehr eignen als andere? Ja, ein Problem ist sicher der Minderheitenschutz. Aber in dem Fall geht es jetzt mehr um die direkte Demokratie, glaube ich. Das soll ja keine Mehrheitsdiktatur werden. Also man befragt jetzt immer das Volk, lässt es entscheiden und dann sind wir bei diesen 50% plus eins. Also ich glaube, etwas ganz Entscheidendes, was auch Island gezeigt hat, ist, dass es eben bei dieser partizipativen Modell nicht so sehr immer um Abstimmungen geht. Und das verändert ja dann die Situation auch schon ganz deutlich. Also mein Fokus, wie ich Politik mache, ist jetzt nicht so sehr im, ich suche mir eine Mehrheit und dann höre ich auf, ja, und kann die anderen überstimmen, sondern in den partizipativen Modellen ist es mehr nach der Konventsmethode, also man verhandelt, bis wirklich aus welchem Grund auch immer, niemand mehr dagegen ist, ja, also, sondern alle zustimmen. Das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr langatmig und sehr, sehr aufwendig. Man würde jetzt oft sagen, vielleicht nicht effizient, ja, das ist ja ein beliebtes Wort, aber vielleicht muss Politik auch nicht immer effizient sein. Dass sich alles hier nicht eignet, ist klar und ich bin mir auch überzeugt, es braucht gewisse Elitenprojekte, würde ich es jetzt nennen, nämlich, dass die Politik einfach auch vorausdenkt. Also Beispiel Europa. Europa wäre in den 50er Jahren die Europäische Union nie denkbar gewesen, wenn man die Bevölkerung befragt hätte. Also unter der Annahme, dass Politiker in der Lage sind, über die Legislaturperiode hinauszudenken, dass sie das Gute im Blick haben, dass sie auch, sagen wir mal, halbwegs vernünftig und auf Information beruhend entscheiden, dann würde ich sagen, brauchen wir Elitenprojekte. Jetzt können wir natürlich uns überlegen, haben wir diese politischen Eliten, dass wir ihnen das zutrauen? In dem Fall wären wir jetzt wahrscheinlich anderer Meinung und ich glaube auch, dass man nicht mehr so sehr die Bevölkerung überstimmen kann in vielen Prozessen, weil natürlich aufgrund von Bildung auch mehr Informationen das anders auch gefordert ist, die Zustimmung einzuholen. Aber natürlich wird sich die Macht immer versuchen, in Hinterzimmer zurückzuziehen und diese Elitenprojekte voranzutreiben. Die Frage ist halt, in welche Richtung soll das gehen? Aber vielleicht, um auch dieses Stichwort noch kurz aufzugreifen von Anfang an, ich glaube schon ganz, ganz zentral entscheidend sind natürlich unsere Erfahrungen mit Beteiligung, mit politischem Engagement. Die sind ja nicht sehr gut in Österreich über weite Strecken. Also zumindest nächste Woche können wir alle ein Volksbegehren unterschreiben und werden wir dann sehen, ob es auch wieder in der Schublade verschwindet oder nicht. Aber interessant ist schon natürlich auch die Rolle von Schulen, was man hier machen kann, eben um schon bei Kindern beginnend positive Erfahrungen von Partizipationsprozessen, von Mitreden, Mitmischen, sich beteiligen, ihnen zu geben. Und da sehe ich eigentlich auch kaum Bestrebungen. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, hier anzufangen. Mhm.
Jetzt drängt sich mir aber eine ganz menschliche Frage auf. Ja? Also, Sie haben jetzt das Wort Elitenprojekte erwähnt. Es ist doch eine ganz menschliche Grundeigenschaft, dass man sich das, was noch nicht ist, sehr schwer vorstellen kann. Ne? Das heißt, wenn wir darauf warten, das Bestehende wirklich weitergehend oder tiefgreifend zu verändern, kann man, glaube ich, nicht darauf zählen, dass eine substanzielle Masse der Menschen bereit zu sagen, ja, ich möchte etwas anderes, als was ich bisher kenne. Oder? Also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel war die Abstimmung um die Wehrpflicht. Es gehört wahrscheinlich wesentlich, also es ist ein wesentlich größerer Schritt, zu etwas Unbekanntem ja zu sagen, als zu etwas Bekanntem. Oder? Man nennt das die normative Kraft des Faktischen. Ne? Also kann man überhaupt neue Dinge, geht der Weg zu neuen Dingen überhaupt über eine breite Beteiligung sehr vieler Menschen? Es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, welche Art Projekt das ist und was ist der Umfang. Also mir fallen jetzt einige Beispiele aus der letzten Zeit. Fangen wir an zum Beispiel etwa mit der Neugestaltung der Otterkringer Straße. Das ist ein klassisches Beispiel für eine Neugestaltung, die von Anfang an unter Beteiligung von 600 Anrainern. Also das ist übrigens ein Beteiligungsprozess, der sehr gut gelungen ist, denn wie gesagt, es haben daran 600 Menschen teilgenommen, die in der Umgebung wohnen, und es war auch sehr repräsentativ, wer da alles daran mitgearbeitet hat. Sie haben Wünsche artikuliert, auf Basis dieser Wünsche ist gemeinsam mit Ihnen in mehreren Workshops sogar das Konzept entwickelt worden. Dann begann die Bauphase und nur so nebenbei, und da kann man schmunzeln, auf einmal gab es eine riesige Aufregung. Eine furchtbar riesige Aufregung. Das ist nämlich das nächste, die nächste Mär, mit der ich aufräumen möchte. Nämlich, wenn wir partizipativ etwas entwickelt haben, dann wird alles gut. Nichts wird gut. Was ist dann passiert? Es kommen dann diejenigen, die plötzlich ihre Interessenslagen tangiert sehen, die Baustelle schier finden, die Geschäfte haben an der Otterkringer Straße und der Meinung sind, das ist nicht gut für mein Geschäft, ich mag keine Baustelle vor der Tür, dann rufen sie die Krone an im gegenständlichen Fall, hätte aber auch ein anderes Medium sein können, darum geht es jetzt nicht, und dann hast du eine monatelange Kampagne, die Otterkringer Straße wird vernichtet. Du kannst dann sagen, aber ich habe sie nicht vernichtet, ich habe mit 600 Bürgern, die in der Umgebung wohnen, ein Konzept entwickelt. Das Konzept nebenbei ist ein Wahnsinn und Jenseits und alles ist falsch und so weiter und so fort. Also alles Skandal, Skandal, Skandal. Empörung. Jetzt sagst du, es ist aber erarbeitet worden mit den Bürgern, da rein, da raus. Man hat auch eine Broschüre, die schickt man, die stellt man zur Verfügung, da rein, da raus. Jetzt ist die Straße fertig. Demnächst, in diesem Sommer. Schaut gut aus, in Summe. Hätte man jetzt das nicht machen sollen? Nein, ich finde, dass es gut war, dass man es gemacht hat. Darauf bin ich aus. Ich halte es auch für nicht ineffizient. Aber es ist sozusagen eine Illusion zu glauben, dass es irgendwie, wie gesagt, bedeutet, dass dann das Projekt sozusagen ohne Probleme zur Kenntnis genommen wird. So, und jetzt gebe ich dir ein anderes Beispiel aus einem völlig anderen Projekt, das aktuell läuft. Und wo meiner Meinung nach es sehr spannend sein wird, zu sehen, wie sich die Debatte entwickelt. Nämlich die Marie-Hilfer-Straße. Auf der Marie-Hilfer-Straße, weitaus komplexeres Projekt aufgrund des Umfangs, nicht die Länge der Straße, die Signifikanz der Straße, aber darüber hinaus, da haben der 6. und der 7. Bezirk gesagt, wir wollen Verkehrsberuhigung für den gesamten Bezirk haben und nicht nur, dass die Marie-Hilfer-Straße profitiert, ergo ein ziemlich komplexes sozusagen Konzept mit Regeln für die gesamte Umgebung und Veränderung. Und da ist eine Frage, kann man sich vorstellen, wie Veränderung sein wird? Nun machen wir die Erfahrung, man kann sich das schwer vorstellen. Und der Weg, den wir jetzt gewählt haben, zu sagen, man kann sich einbringen im Vorfeld, auf Basis des Feedbacks, das jetzt kommt, wird es Veränderung geben. Sprich, wir haben einen Vorschlag unterbreitet, weil erstmal musst du ja Menschen sagen, was hättest du vor? Was sagen die Verkehrsexperten? Jetzt gibt es Feedback, danach wird das noch einmal adaptiert. Mit dem tritt man dann in Kraft in Form der neuen Verkehrsorganisation. Man gibt sich einige Monate Testphase, wo man in der Praxis erleben kann, was es bedeutet, um genau dieses
Problem sozusagen, das sich nicht vorstellen können, schlussendlich hinter sich zu lassen. Und dann gibt es eine Befragung, wo man detailliert alle Maßnahmen abfragt, damit man weiß, was bewährt sich in der Praxis und was bewährt sich nicht. Und jetzt sozusagen zum Schluss dazu zwei Anmerkungen. Erstens, ich glaube, dass gerade bei Verkehrsprojekten, aber wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, es viel besser ist, zunächst umzusetzen und dann abzufragen. Denn wenn du davor abfragst, dann wirst du eigentlich etwas bekommen, was meiner Meinung nach eine detaillierte Auflistung aller Befürchtungen ist, die man hat. Und ich glaube, dass es erstens wenig aufschlussreich ist und zweitens darüber hinaus, dass man damit dann praktisch jede neue Projektidee kippen kann. Zweitens, gerade weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt diesen Weg, zuerst Feedback, dann ändern des Konzepts, dann proben, dann noch einmal fragen, dann entsprechend noch einmal abändern, dann bauen, kommt jetzt der Vorwurf, das finde ich auch sehr spannend, ja, es bringt einem zum Schmunzeln, Chaos. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Also man sieht sozusagen, dass einmal mehr partizipative Prozesse etwas ist, wo wir alle lernen, wie man es macht, und irgendwie bleiben viele verhaftet sozusagen in diesem Zwiespalt zwischen, ich will unbedingt mitreden und will Einfluss nehmen und gleichzeitig Sehnsucht, ich will einen starken Menschen haben, der weiß, was er will und der eigentlich durchzieht das ganze Konzept, und eigentlich will ich nicht ununterbrochen belästigt sozusagen werden und dass die Politik ihre Verantwortung und ihre Entscheidungsverantwortung an mich weiter delegiert. Ich höre jetzt ein bisschen ein Plädoyer heraus dafür, erst einmal was zu tun und dann darüber zu reden. Ja? Um zumindest einmal Dinge angreifbar, also in den, die da sind, über die man dann auch konkret reden kann. Außer, dass wir über Ängste reden, die sich noch nicht manifestiert haben. Ich mag es ganz kurz mit einem Satz, nur damit ich nicht falsch verstanden werde. Nein, ich bin sehr dafür, wann immer und wo immer möglich, es von vornherein, wie gesagt, partizipativ zu machen. Aber du kannst nicht eine Verkehrsorganisation für zwei Bezirke partizipativ erarbeiten. Und du kannst die City-Maut nicht partizipativ erarbeiten, um jetzt ein zweites Beispiel zu geben. Das heißt, bei Projekten, wo du weißt, hier ist Partizipation nicht der Weg, in dem das Konzept erarbeitet wird, das gibt es, ist die einzige Möglichkeit, damit nicht direkte Demokratie zu einer Waffe wird, mit der man jede neue Projektidee auch noch kippen kann. Weil sie derzeit auch im Übrigen in Wien und in Österreich nur als Waffe begriffen wird und man noch nicht draufgekommen ist, dass man direkt demokratisch sehr wohl auch gestalten und verändern kann. Aber um gestalten und verändern zu können mit direkt demokratischen Mitteln, musst du zunächst einmal etwas erlebt haben, eine Zeit lang, um dann entscheiden zu können, ob du es gut findest oder nicht. Du kannst nicht wissen, ob etwas gut ist, von dem du keine Ahnung hast, wie es sein wird. Also der Zeitpunkt ist meiner Meinung nach eine sehr zentrale Angelegenheit, und wir können unendlich polemisieren natürlich, ja, es eignet sich hervorragend zum Polemisieren. Ja, also ich glaube, das Wichtigste in dem Fall ist zu unterscheiden direktdemokratische Instrumente und partizipative Instrumente, und der Unterschied ist das Abfragen, ja, oder das Abstimmen. Weil das hat man, natürlich kann ich Gegner von einer Veränderung, sei sie klein oder groß, immer leichter mobilisieren wie Befürworter für das Unbekannte oder das Neue. Sieht man in der Schweiz ganz besonders, die große Demokratie, die 71 das Frauenwahlrecht eingeführt hat, also ist klassisches Lehrbuchbeispiel, und die Volksbefragung in Österreich zum Heer ist eines der letzten. Aber die Frage ist eben, muss es immer dieses Abstimmen sein? Und der Vorteil der partizipativen Demokratie ist es ja, dass ich beginne nicht mit fixfertigen Modellen, wo ich sage Variante A oder B, entscheide dich, ja, sondern ich sage, welche Probleme haben wir, oder wir haben ein Problem, was wären Lösungen? Und dann versucht gemeinsam eine Lösung zu finden und erst am Schluss eventuell abstimmt, und im Idealfall muss ich sagen, nicht abstimmt, weil das eben dann wieder zu dieser Polarisierung führt, die ja eigentlich eine partizipative Demokratie vermeiden sollte. Also große Reformen, glaube ich, sind auf diesem Weg dann schon möglich, vor allem unter dem Gesichtspunkt jetzt, dass wir ja Politiker haben, denen ja selber auch keine große Reform mehr einfällt.
Das ist ja das eigentliche Problem. Einerseits die Bürger jetzt der Hinderungsgrund für Reformen sind, andererseits aber auch Politiker und Politikerinnen der Hinderungsgrund für Reformen sind. Da frage ich ein bisschen, auf wen können wir da noch setzen? Na, ich glaube schon, dass Innovation ganz stark von den Bürgern ausgehen kann, aber nicht in dem Sinn, dass ich sie sofort in eine polarisierende Situation treibe. Ja, Neues gegen Bewährtes, wird es dann heißen, Altes. Ja, das muss ich vermeiden, ja, und das gilt es. Aber ich traue eben den Politikern keine große Innovationskraft mehr zu, jetzt nur auf dem Weg der repräsentativen Demokratie, und auch wenn sie es versuchen, wird es ja verhindert. Also es ist ja dann nicht so, dass die Bürger sagen, okay, ist zwar jetzt irgendwie mutig, aber machen wir es halt. Wir vertrauen ja den Politikern nicht mehr in ihrer Entscheidung. Also insofern führt auch in der repräsentativen Politik nichts daran vorbei, zu sagen, ich muss meine Kritiker, die Bürger überzeugen von einem Prozess. Das aber am Ende muss man als Politik entscheiden, oder? Als gewählter Politiker, ja. Oder? Ich glaube, das bleibt einem nicht erspart. wobei viel spannender zum Beispiel ist dann die Frage, wie entscheidest du, wenn du also zum Beispiel mit Plebisziten arbeitest, an denen 30% teilgenommen hat, um jetzt ein Beispiel zu bringen, und in einer sehr zentralen Frage, mal angenommen ein Nein, herauskommt, du aber zutiefst davon überzeugt bist, dass es im Sinne des Allgemeinwohls ist, es doch noch zu tun. Also es hat sich noch niemand gefunden, der sich getraut hat zu sagen, ich orientiere mich nicht daran. Auch wenn die Beteiligung eigentlich eine sehr geringe war und bei weitem jetzt auch nicht als repräsentativ angesehen werden konnte. Nicht? Auch das ist ein Thema. Heißes Thema meiner Meinung nach. Also du wärst jetzt auch noch nicht bereit, das auch so öffentlich zu formulieren. Dass selbst wenn... Ich bin hier nicht allein, oder? Ja. Ihr seid schon da. Ich finde es eine sehr spannende Frage. Ja? Es ist eine spannende Frage, nur du bist natürlich, du als Politiker bewegst du dich innerhalb einer Medienöffentlichkeit, die ununterbrochen versucht, alles darauf zuzuspitzen, was ist, wenn ein Nein herauskommt? Und dann auch, werden sie sich danach daran halten? Ja? Also Fragen, die in Wahrheit jetzt rein philosophisch betrachtet nicht beantwortbar sind. Ja? Aber man kann ja auch nicht sagen, was weiß denn ich, lasst es mich in Ruhe. Also das ist sozusagen die Wirklichkeit, innerhalb der man sich bewegt und wo man dann relativ bald genötigt ist, sehr wohl eine Antwort zu geben, was ist, wenn ein Nein ist. Und bisweilen hat sich niemand getraut zu sagen, wenn ein Nein ist, also herauskommt, werde ich es trotzdem tun. Aber ich, wie gesagt, ich gebe einfach zu bedenken, dass je nach Themenbereich in der Politik der Einsatz von direktdemokratischen Instrumenten besser ist. In anderen ist er meiner Meinung nach gar nicht anempfohlen, weil mit direktdemokratischen Instrumenten produzierst du ununterbrochen Gewinner und Verlierer und meistens noch dazu mit einem knappen Ergebnis. Das heißt Spaltung. Das heißt aber auch, dass die Frage der Legitimation dann irgendwann einmal eine drängende wird, weil diejenigen, die ständig unterliegen, oder die zu einem bestimmten Zeitpunkt bei etwas unterliegen, knapp, das ihnen sehr wichtig ist, fangen an, natürlich den Prozess dann zu hinterfragen. Das heißt, es ist ja auch nicht gesagt, dass etwas sozusagen, das mit einer Befragung etwa entschieden worden ist, in Wahrheit dann eine ausreichende Legitimation hat in den Augen derjenigen, die unterlegen sind. Das heißt, wenn der verliert, um das klar zu machen, der sagt dann, okay, Demokratie ist scheiße, ich klinke mich aus. Nein, er fängt dann zu sagen, ich bin nicht eingeladen worden rechtzeitig. Das Verfahren hatte Mängel. Das Datum war schlecht. Also man kann alles Mögliche finden, ja, an Argumenten, wie man natürlich auch den Prozess, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, hinterfragt, damit einfach die Legitimation ja auch der Entscheidung, die einem nicht passt, irgendwann einmal nicht da ist. Nicht? Aber liegt das denn nicht daran, also für diesen sehr komplexen Prozess, um den wir jetzt hier herumkreisen, ja, für den gibt es ja nirgendwo Verfahrensregeln, wo steht erstens, zweitens, drittens, der Prozess beginnt am so und so vielten, hat das und das Ziel und am so und so vielten ist er wieder zu Ende und dann trifft der und der eine Entscheidung. Wir haben doch diese Regeln gar nicht, oder? Sollte es aber geben, also wenn es erfolgreich sein sollte. Aber wir sollte, haben sie nicht, oder? In Österreich.
Oder haben wir ein breit ausgearbeitetes, einen Katalog an Verfahrensregeln für direkte Demokratie? Gibt schon. Also ja, für die gängigen Instrumente ja. wie Volksbegehren, ja. Volksbefragung, ja, aber für alles, was wir jetzt partizipativ gesprochen haben, gibt es auch. Also das beginnt jetzt, aber gerade also die Vollberger haben ja jetzt in der Verfassung auch diesen Bürgerrat, Bürgerinnenrat aufgenommen. Und auch in Kärnten gibt es jetzt eben ein Gesetz, wo Regeln festgelegt werden für diesen Prozess. Also wie viel werden eingeladen, wie werden sie eingeladen, wie soll es ablaufen. Dass das jetzt nicht von vornherein natürlich sich auch, ich meine, wir wissen auch, es gibt dann immer die formellen Ablauf und den realpolitischen Ablauf, dass das auch nicht gleich perfekt ist und alles gefunden wird, aber man muss nur schauen, in der Literatur auch oder in Deutschland, da gibt es ganze Kataloge, die genau festlegen, eben genau Zieldefinition, wie man einlädt, dann wie das eben eingebunden wird in die repräsentativen Formen der Politik, wie das begleitet werden muss, wie das öffentlich gemacht werden muss, wie es nachbearbeitet werden muss. Also das gibt es von Punkt 1 bis 10, sage ich jetzt einfach. Das muss man nur anwenden. Also das ist erfunden bereits, das haben andere auch schon Erfahrungen und da auch daran gearbeitet. Und das muss man eigentlich nur sich durchlesen und dann anpassen auf den konkreten Fall. So, wir haben hier auch ein Mikrofon hier vorne und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal zu schauen, ob jemand was sagen möchte. Ja, wenn Sie einfach daher zu diesem Mikrofon kommen, dann hören wir Sie alle. Ich wollte zu den Regeln, sagen, es fehlt einfach an Information vorher. Jetzt gleichgültig, ob das also für Bürgerinnenkomitees sind oder ob es Abstimmungen nachher sind. Aber vorher gibt es keine Regeln, wie informiert wird. Das heißt, es informieren dann Politiker, aber es werden zum Beispiel NGOs nicht gefragt, beziehungsweise sie haben keine Möglichkeit, sich öffentlich darzustellen, auch weil sie ja meistens kein Geld dafür haben. Und es wird ihnen nicht die Möglichkeit gegeben, wirklich von allen Seiten, dass das Thema beleuchtet wird. Und daran hakt es am meisten, glaube ich. Ist das so? Ja, das kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass zu den Regeln, die es braucht, ist eben erstens einmal eine Klarheit über, wann setzt man welches Instrument ein. Also sprich eine Klarheit auch im Zusammenhang mit dem Verfahren und dazu gehören einfach verbindliche Mindeststandards. Und zu den verbindlichen Mindeststandards muss meiner Meinung nach gehören, dass wenn es zum Beispiel eine Befragung gibt, wo es eine Bürgerinitiative, um jetzt einen Klassiker zu bringen, dagegen ist, dagegen auftritt, gibt es eine Broschüre, Infoblätter, wie auch immer, die jetzt die Stadt in dem Fall vorbereiten muss und an denen, wo auch Platz sozusagen freigehalten wird, damit die Bürgerinitiative ihre Position kundtun kann. Und im optimalen Fall sollte das alles an alle Haushalte in derselben Sendung sozusagen mitgeschickt werden. Weil nur dann kann man von einer Fairness sozusagen jetzt bei den Mitteln, bei den Ressourcen sprechen. Nicht? Ich will da vielleicht noch ein Beispiel dazu nennen. Gerade bei der Wehrpflicht war es so, dass es gleichzeitig eine Bürgerinneninitiative gegeben hat, überhaupt das Heer abzuschaffen und davon überhaupt nie die Rede war im Fernsehen oder in Zeitungen und so weiter. Also da hat schon was Wesentliches gefehlt. In der Schweiz nennt man ja das Abstimmungsbüchlein und das wurde ja auch gefordert und davon gesprochen, eben dass die Politik auch dafür verantwortlich ist, allen eine Plattform zu geben und das neutral nebeneinander zu stellen, sagen wir mal so. Es gelingt natürlich sehr, sehr schwer und auch die Medien hätten diese Verantwortung, wobei ich sagen muss, gerade bei der Volksbefragung jetzt im Jänner haben die Medien diese Rolle ja eh sehr stark wahrgenommen, die Politik leider gar nicht. Ja. Wobei gerade die Volksbefragung im Jänner ein gutes Beispiel dafür war, dass sich da wirklich die Politik etwas ausgedacht hat, ja, und sozusagen um das Volk beschäftigt zu halten, ne, kann man sagen. Zwei Wortmeldungen noch, ja. Ja, ganz schnell. Also ich selbst bin ein Luxusweib. Ich habe viel Zeit. Und Zeit, und das ist ein Luxus. Und ohne Zeit ist das Ganze nicht wirklich machbar. Das Problem ist, dass gerade die arbeitende Bevölkerung, die aktive Bevölkerung dermaßen damit beschäftigt ist, erstens ein
Auskommen zu finden und zweitens, um auf die rapide Änderungen zu reagieren, dass sie selten die Zeit dafür haben, um all das zu reflektieren. Weil, wie wir jetzt gehört haben, partizipative Demokratie ist kein leichter Sport. Ja, die ganz konkrete Gefahr, am Ende gewinnen immer jene, die am längsten sitzen bleiben können. Ne? So wie früher bei den Grünen die Raucher, gell? Ja. Wobei, ich glaube, es geht jetzt nicht nur um Zeit, sondern es geht natürlich ganz stark um Bildung. Es geht ganz stark auch um materielle Ressourcen, die die Bevölkerung oder diese Menschen, die sich beteiligen, zur Verfügung haben und um Sicherheit. Also klassisch früher war immer der pragmatisierte, etwas ältere Lehrer, männlich meist noch, der hatte am meisten Zeit und vor allem auch musste am wenigsten fürchten. Das muss man vielleicht jetzt doch zur Verteidigung der Kärntnerinnen und Kärntner noch sagen, da gab es natürlich ein System, die hatten schon auch berechtigterweise Angst, sich öffentlich kritisch zu äußern über viele Jahre. Aber wenn man natürlich jetzt hier sich nicht permanent trotzdem bemüht, sind wir bei der These, dass man sagen, na gut, Demokratie ist ein Wohlstandsprodukt und wenn es dann die Zeiten schlechter werden, dann ist es auch mit der Demokratie wieder zu Ende und da sollte man natürlich heftigst dagegen setzen und das nicht, aber die Gefahr ist natürlich schon gegeben. Bitte. Ja, danke. Ich würde gerne gerade an dem Punkt der Argumentation weitermachen, weil ihr habt es auch am Anfang deutlich gesagt, Maria hat das vor allem gesagt, es sind dann doch eher die Bessergestellten, die höher Gebildeten, die sich beteiligen. Ich kenne das auch bei uns, da wird das im Moment gerade von der Sozialdemokratie sehr stark als ein Argument gegen die direkte Demokratie verwendet. Wir haben einfach mal gesucht, wie ist es denn sonst, untersucht, wie ist es denn sonst, also zum Beispiel Wahlbeteiligung. Haben wir genau das gleiche Problem. Ja, übrigens für die Grünen ganz besonders. Es sind eher Bessergestellte, es sind eher besser Ausgebildete, die uns wählen. Wenn wir gucken, wer geht auf die Straße und macht Protest, es sind eher Studenten als Auszubildende. Ja, wenn wir schauen, wer hat am Tahrirplatz demonstriert. Das heißt, es ist doch immer wieder so, dass politische Themen vorangetrieben werden von Menschen, die sich über Sachen Gedanken machen und die Aufgabe, Politik so zu gestalten, dass soziale Unterschiede eine immer geringere Rolle spielen, dass alle Schichten an den Debatten teilnehmen können, ist eine politisch-inhaltliche Gestaltungsaufgabe. Nur das als ein Argument gegen direkte Demokratie zu verwenden, gruselt mich. Ja. Wir müssten die Wahlen abschaffen, weil bei den Wahlen ist es genau wie bei der direkten Demokratie, dass sich eher besser Ausgebildete beteiligen als die weniger Ausgebildeten. Also es ist doch die politische Aufgabe, das soziale Problem zu lösen und nicht die Demokratie in Frage zu stellen. Und das gilt übrigens auch für die Umsetzung von Themen und wie man Debatten führt. Ja. Also ich habe ganz viele Argumente, die ich gehört habe, kannte ich auswendig bei uns von der anderen Seite. Ja. Also erst entscheiden und dann befragen und sowas. Wie machen wir das bei der Atomenergie? Erst implementieren, danach entscheiden. Mich hat es richtig gegruselt, weil ich finde, dass der grundsätzliche Aspekt, dass wir in der Politik nicht Macht ausüben um unser Selbstwillen, sondern dass wir eine Dienstleistung für Bürgerinnen und Bürger vertreten und dass unser Job ist, die Debatte in der Gesellschaft zu organisieren, dass sich die besseren Ideen durchsetzen, aber nicht dadurch, dass wir sagen, wir machen das unter uns aus und die Leute halten wir draußen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Also ich finde, zentral ist, dass man das Ganze nicht jetzt irgendwie auffasst als irgendwelche Argumente, warum direkte Demokratie und oder Partizipation sozusagen auch nicht geeignet wäre. Und ich weiß, dass die Gefahr immer besteht. Aber eine kritische Betrachtung dieser Instrumente ist schon meiner Meinung nach angebracht. Ja? Denn so wie jedes demokratische Instrument sozusagen, kann es zu einem bestimmten Zeitpunkt der bessere Weg sein oder aber auch nicht. Also nur damit meine Position verständlich ist, ich glaube erstens einmal, dass Beteiligung und der Wunsch vieler mitzusprechen, mitzugestalten, mitzuentscheiden, immer größer und immer dringender wird und dass kein Weg irgendwie daran vorbeiführt, es auch keine Möglichkeit gibt, die Uhr zurückzudrehen, selbst für diejenigen, die das wollten. Ich will es sowieso nicht. Ich glaube, dass es auch etwas ist, das zu tun hat damit, dass unsere Gesellschaft, also es war ja heute Vormittag die Rede von Facebook, nicht? Also allein schon diese neuen Möglichkeiten, die wir haben zu kommunizieren und Meinungen auszutauschen, bedeuten, dass einfach die Art und Weise, wie Demokratie gelebt wird,
sich radikal verändert hat und haben natürlich auch radikale Auswirkungen auf die repräsentative Demokratie und ihre traditionelle Art, Entscheidungen herbeizuführen. Aber, und jetzt kommt sozusagen für mich ein sehr großes Aber, auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass direkte Demokratie auch ein zusätzliches demokratisches Instrument ist und kein Allheilmittel. Sprich, hier haben wir es mit sehr viel Hoffnungen zu tun auf Veränderung, die übrigens von allen geteilt werden und die derzeit in eine Verfahrensfrage verpackt, hineingepackt werden. Und ich warne nur davor zu glauben, dass irgendein Verfahren noch einmal ein Heilmittel sein kann. Sprich, es macht Sinn, sich eben genau anzuschauen, wo sind Bereiche, in denen das Verfahren gut geeignet ist und eigentlich Ergebnisse hervorbringt, die bedeuten, dass die Gesellschaft in Summe sozusagen fairer wird. Und wo gibt es Bereiche, in denen dieses Verfahren nicht so gut geeignet ist, weil sie entweder größte Unfairness mit sich bringen für bestimmte Gruppen oder weil es, wie gesagt, zu einem Verhinderungs-, zu einer Waffe werden kann. Das ist das und ich glaube, dass diese Reflexion sozusagen erforderlich ist, ohne dass es missverstanden wird als Versuch zu sagen, nein, das braucht es nicht, das ist böse. Ja? Die Nachfrage, wer soll das entscheiden? Das ist doch ein demokratiepolitisch interessanter Gesichtspunkt. Wer entscheidet darüber? Also ich weiß nicht, wer am Ende darüber entscheiden wird, aber was ich weiß, ist, dass auf alle Fälle nicht entschieden werden kann, ohne dass es eine Debatte vorher gegeben hat. Und das, was ich derzeit sehe, ist, dass sich alle vor dieser Debatte drücken, wie gesagt, weil es natürlich für alle, sowohl für die Politik als auch für viele Aktivistinnen und Aktivisten, opportun ist, just diese Debatte nicht zu führen. Und was ich auch noch sehe, und das ist sozusagen mein letzter Satz jetzt in dieser Etappe, ist, dass ich allmählich konfrontiert werde mit einer Situation, in der man wenig diskutiert über die Inhalte eines Projekts, sondern irgendwann einmal schreit jemand ganz laut Befragung und ab diesem Zeitpunkt wird nur mehr über die Befragung geredet. Also das ist auch ein wunderbares Mittel, um jede inhaltliche Debatte sozusagen wirklich im Keim zu ersticken darüber, ob das jetzt inhaltlich ein gutes oder ein schlechtes Projekt ist. Viele Wortmeldungen, fangen wir mal an. Ja. Ja, Silvia Nossig, ich bin Bezirksrätin in Währing und habe als solche gerade einige Erfahrung mit direktdemokratischen Instrumenten gesammelt und habe auch viel gelernt in den letzten 1,5 Jahren. Ich würde gern replizieren auf den Vergleich von Wahlen mit Abstimmungen. Den halte ich für nicht ganz fair, weil die Wahl ja den Effekt hat, dass ich Repräsentatorinnen wähle, die dann die Verantwortung haben, das Gesamtwohl zu vertreten. Das heißt, die Aufgabe von denen ist es, vor allem wenn sie Regierungsfunktion sind, die gesamte Bevölkerung zu vertreten. Diese Verantwortung kann ich auch einfordern. Bei einer Abstimmung stimmten die Bürgerinnen ab und ich kann niemanden für dieses Ergebnis verantwortlich machen. Wir haben in Währing gerade die Situation, dass durch zwei Befragungen das Parkpickel dort jetzt nicht kommt und jetzt viele Bürgerinnen, wurscht ob uns oder auch dem Bezirksvorsteher, die sagen, aber macht's was. Und wir sagen, ja, wir hätten aber ist halt jetzt zweimal abgelehnt. Ja, aber ihr müsst euch doch eine Lösung überlegen. Ja, die Lösung wäre gewesen, das Parkpickel einzuführen. Ist aber abgelehnt. Ja, aber ihr müsst doch irgendwie das Problem angehen. Ja, wie denn? Ja, da muss man noch dazu sagen, Rot und Grün hätten es auch gelöst. Wir hätten das gewagt und hätten gesagt, nach der ersten Befragung, ja, die Situation ist so katastrophal, dass wir trotzdem das auf uns nehmen, die Verantwortung und einführen. Von wegen Waffe, Bezirksvorsteher wusste es zu verhindern, indem er, bevor der Entscheidung gefallen ist in der Bezirksvertretung, flugs die zweite Befragung angesetzt hat. Gut, mit zwei Befragungen trauen auch wir uns jetzt nicht mehr. Aber der Punkt ist, wohin adressiert man die Verantwortung für die Lösung eines Problems, wenn jede Problemlösung, die man dann einbringt, per Befragung abgeschossen wird. Und dann befindet man sich in einem Deadlock, den ich jetzt ganz praktisch an diesem Beispiel wirklich erlebe. Ja, zwei noch und ich glaube, dann müssen wir eh schon langsam zum Schluss kommen. Ja. Ich habe es sehr positiv gefunden, dass die Maria gesagt hat, sie findet das Zufallsprinzip bei den Bürgerräten oder Bürgerinnenräten so gut. Das gefällt mir, weil da kann man wirklich Repräsentativität weitgehend herstellen, sonst ist das ja fast nicht möglich, was wir schon angesprochen haben. Es stellt sich für mich nur die Frage,
können Bürger und Bürgerinnenräte nur projektbezogen guten Input leisten und entscheiden oder mitwirken oder wie auch immer? Das heißt, reden wir hier über Freibäder, Brücken, Stadthallen und dergleichen, oder kann das auch über Legislativakte sein, sprich Normen? Kann sozusagen sich ein Bürgerinnenrat auch darüber Gedanken machen, wie ein Landesgesetz oder eine Bundesverfassung auszusehen hat? Und jetzt noch weiter, kann ein Bürgerinnenrat sich darüber Gedanken machen, wie die direkte Demokratie, Partizipation in der Gemeinde, im Land, auf Bundesebene bis hin zur EU auszusehen hat? Und kann der Bürgerinnenrat sogar so weit gehen, dass die Schnittstelle zwischen indirekter repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie, nämlich das Aufnehmen des Vorschlags und das Abstimmen, auch zu diesen Prozedere sich sozusagen zu äußern und ein fertiges Konzept abliefern? Also geht es in Österreich letztendlich darum, dass ein Bürgerinnenrat sagen kann, wie in Vorarlberg haben wir jetzt schon die Bürgerinnenräte und partizipative Elemente, in Wien haben wir schon Ansätze, kann ein Bürgerinnenrat sagen, wir entwickeln ein Modell und wir wollen letztendlich eine Abstimmung darüber haben, ob sich dieses Modell oder ein Kompromiss der Politik durchsetzen soll? Das wäre meine Frage, also nur projektbezogen oder auch wirklich Politik und Umsetzung bei der Schnittstelle? Ich nehme noch die eine Wortmeldung und dann kommen wir schon zur Schlussrunde. Sie behalten das im Hinterkopf. Ich habe es gerade, mein Name ist Markus Landerer. Ich vertrete den Verein Aktion 21 pro Bürgerbeteiligung, ein Bürgerinitiativenverbund in Wien mit ca. 40 Bürgerinitiativen. Und ich denke mir, um überhaupt eine Bürgerbeteiligung durchführen zu können oder machen zu können, braucht es mal eine Grundlage, und die Grundlage heißt Information, Information, Information. Und die gibt es derzeit überhaupt nicht. Wir haben das Grundproblem, im Ministerium oder in der Stadtplanung gibt es tollste Studien, die erarbeitet worden sind, und der Bürger hat keinen Zugang zu dieser Information. Ich möchte mir selbst meine Meinung bilden, ob dieses oder jenes gut ist in meiner Beteiligung. Aber das kann ich doch erst, wenn ich da den Zugang zu den Informationen habe. Und ich möchte da auch plädieren, dass es in der Geschäftsordnung, Bezirksvertretungssitzungen es transparenter wird. Ich habe jetzt den Fall, ich darf jetzt nicht erfahren, wie der Bezirk die Stellungnahme abgegeben hat zu einem Flächenwidmungsplan, weil der Bezirksvorsteher sich erkundigt hat. Die Rathausjuristen haben gesagt, das ist ein Teil des Protokolls des Bauausschusses, und ich darf nicht erfahren, wie die Bezirkspolitiker jetzt ihre Meinung kundgetan haben in der Bezirksvertretung. Ich habe Protokoll in der Bezirksvertretung, wo ich lesen kann, Geschäftsstück Nummer 37, mehrheitlich diese Partei abgelehnt von dieser, aber den Inhalt darf ich nicht erfahren. Da kann ich doch gar nicht mit Bürgerbeteiligung beginnen. Gut, ich glaube, das ist ein Punkt, der sich sehr gut für eine letzte Runde eignet. Wie viel haben alle diese Instrumente, von denen wir hier bis jetzt reden, zu tun mit Transparenz und Zugang zu Informationen? Also online wurde ein paar Mal angesprochen, wurde auch im Referat über Island angesprochen. Wo ich mir jetzt auch nicht ganz sicher bin, ja, ist jetzt Transparenz und ist einfach Verbreitung von Informationen auch durch neue Medien, ist das jetzt nur ein kleiner Aspekt von vielen, oder ist das das Zaubermittel, womit alles gelöst wird? Bitte. Ja, natürlich. Also ich muss sagen, gerade im Bereich Transparenz, so sehr Sie natürlich recht haben mit Ihrer Klage, hat sich schon auch viel getan. Es wird nicht mehr so selbstverständlich. Also es ist ein weiterer Kampf noch. Aber auch das Internet hat natürlich auf der anderen Seite gezeigt, dass es das Ganze ein sehr großer zivilisatorischer Akt ist, weil es doch nicht sehr demokratisch oder auch wertschätzend umgegangen wird im Internet in der Regel. Also es ist nicht so sehr als Verbreitungskanal jetzt wichtig, sondern wichtig ist, dass es moderiert wird. Das haben wir ja auch gehört, eben diese Betreuung, dieses Feedback, die Moderation. Und dann sind wir natürlich gleich wieder bei dem Punkt, ja, wer macht das? Ja, inwieweit? Weil es nützt ja nichts, wenn jetzt die Information sehr viel vorhanden ist, dann ist sie sicher auch objektiv im Sinne von, wenn ich die ganze Summe bewältigen könnte, was ich aber meistens nicht kann. Das heißt, es muss aufbereitet werden. Und das habe ich auch am Anfang schon eingebracht. Da ist die Aufgabe und die Verantwortung bei den Medien zu finden oder eben auch wenn man das den Prozess gestaltet, ganz stark natürlich bei der Moderation, dann auch bei den repräsentativen Vertretern der Politik, nämlich welche Kanäle werden zur Verfügung gestellt, eben gibt es ein Abstimmungsbüchlein und hat dann auch wirklich jeder die gleiche Chance. Also diese Diskussion, glaube ich, wird nicht zu lösen sein, die werden wir immer führen, wird immer hier auch kämpfen müssen. Und das Problem ist eben einfach wirklich, es ist glaube ich, wenn man nicht auch über Bürgerinnenkompetenzen spricht,
gleichzeitig mit der Einführung all dieser Instrumente, dann wird es keinen Sinn haben. Also jetzt einfach nur das zu sagen, machen wir halt ein Losverfahren, wer will, kann mitmachen, wer sich angesprochen fühlt, beteiligt sich, dann haben wir genau den Fall, dass die eine Hälfte sagt, ich gehe, die andere Hälfte kommt gar nicht, ja, und dann sind wir wieder bei den gleichen. Und das heißt, man muss einfach auch klar machen, was hat es denn für einen Sinn, einerseits für die Bevölkerung, ja, sich mehr einzubringen, hier auch Zeit zu opfern, Freizeit, sich ja auch Gedanken und Engagement zu zeigen. Und auf der anderen Seite aber auch für die Politik, für die gewählten Repräsentanten, was macht es denn für euch einen Sinn, sich da einzulassen auf diesen Prozess, eben weil die Informationen besser werden, weil die Entscheidungsgrundlagen besser werden. Und ich glaube, ein ganz wichtiger auch Ansatzpunkt bei dem Ganzen ist die Verwaltung, weil die Verwaltung ja auch eine Gruppe ist, die zwischen diesen Fronten dann oft sehr stark leidet. Ja, wir haben auf der einen Seite die Bürgerinnen, die hier stehen, auf der anderen Seite müssen sie politische Entscheidungen vertreten, wo sie eigentlich selber oft nicht einverstanden sind. Und ich denke mir, das ist auch eine Gruppe oder ein Ansatzpunkt, wo man sehr stark ansetzen kann. In Vorarlberg natürlich kann man sogar bei der Verwaltung auch mitentscheiden bei den Bürgerräten und sie können auch Gesetze mitentscheiden. Natürlich, also das muss schon, das hat man auch in Island gesehen, ein größerer Prozess möglich sein. Die Frage ist halt immer, ob man sich dann hundertprozentig durchsetzt, aber auch damit muss man, glaube ich, leben und solange es auch hier ausgewogen bleibt, dass halt einmal die Bürger, die sich beteiligen, quasi ihre Ideen umsetzen können und das andere Mal halt auch die gewählten Parlamentarier und Politiker, dann ist das ja in Ordnung. Und diese Frustration halten beide schlecht aus, aber auch das, glaube ich, ist ein Teil dieser Bürgerinnenkompetenzen. Mhm. Also zunächst, das Thema Transparenz ist meiner Meinung nach tatsächlich ein sehr zentrales und auch eins, das wir dringend angehen müssen. Ich bringe ein Beispiel gerade aus dem Bereich der Widmungsakte. Man hat ja hier einerseits relativ strenge Datenschutzbestimmungen, die im Übrigen derzeit im Zusammenhang mit dem frühen Einsatz von Partizipationsverfahren kontraproduktiv sind und wo es meiner Meinung nach à la longue eine wahrscheinlich auch logistische Änderungen braucht, um hier diese Transparenz sozusagen, die eingefordert wird, auch besser erreichen zu können. Denn aktuell ist es so, also wir haben vorhin gesprochen darüber, dass es gut ist, möglichst früh Beteiligungsverfahren zu haben, möglichst bevor etwas entwickelt worden ist, also etwa ein Plan. Allerdings, wenn es gewünscht ist, seitens sozusagen des Bauwerbers, ist es machbar. Wenn aber jemand, der eine bestimmte Widmung begehrt, einfach sagt, ich wünsche das nicht, darf man diese Informationen auch ziemlich lange im Verfahren nicht weitergeben. Das bedeutet wiederum, dass wir in der Regel mit Situationen konfrontiert sind, in denen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ein Bauprojekt die öffentliche Auflage erreicht, also ein bestimmter Widmungsakt die öffentliche Auflage erreicht, ist tatsächlich weitestgehend alles ausgemacht. Es ist nicht nur etwas, was eine Illusion sozusagen, dass alles weitestgehend ausgemacht wäre. Es ist schon der gesamte Aushandlungsprozess zwischen Investor und Behörde schon abgelaufen. Das heißt, es ist bereits oft ein mühsam erzielter Kompromiss. Und jetzt kommen Bürgerinnen und Bürger und wollen das noch einmal verändern. Daher auch die massiven Widerstände, mit denen man dann auch noch konfrontiert ist. Also es ist von vornherein total falsch aufgesetzt und gehört natürlich verändert. Plus nicht nur die Frage, was kommt alles in den Akt an Stellungnahmen, wie werden Studien bereitgestellt und eigentlich zugänglich gemacht etc., sondern auch etwas Letztes und sehr Banales, die Verständlichkeit von Akten selber, nicht? Die teilweise unfassbaren Schwurbel erhalten. Und das kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, nicht nur als Stadträtin in dem Bereich, sondern was ich eigentlich ursprünglich studiert habe, ist Sprachwissenschaft. Da gibt es echt ein Fach, das nennt sich Textverständlichkeit. Und es gibt immer wieder öffentliche Aufträge an Linguisten, dass sie die Verständlichkeit von Texten überprüfen und in diesem Bereich auch tatsächlich Veränderung erreichen. Spannend ist auch zu sehen, es bringt eine Zeit lang etwas und dann versteckt man sich natürlich noch einmal hinter dem Schwurbel, weil es auch praktisch ist, sozusagen Dinge hier auch auf diese Art und Weise verschleiern zu können. Also ja,
großer Veränderungsbedarf, und damit bringt mich das zu den Beiräten, das kann ich sehr schnell beantworten. Ich glaube, dass Bürgerbeiräte tatsächlich geeignet sind für alle diese Dinge, die du ausgeführt hast, und sogar auch dazu, zum Beispiel zu diskutieren, wann ist ein richtiger Zeitpunkt, im Planungsverfahren Beteiligung zu starten und wie sollten also alle diese sozusagen Aktenschriftstücke verfasst sein. Das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, ist, es ist wesentlich, dass für jedes Projekt stets ein anderer Beirat erstellt wird. Denn wenn du alle diese Dinge mit einem Beirat machst, dann wird er auch irgendwann einmal amtsblind. Ja, danke ganz herzlich. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele verschiedene Dinge angerissen, die viel Stoff bieten für die Workshops, die nachher stattfinden. Ein Gedanke, den ich jetzt vielleicht mitnehme, der mir jetzt auch ein bisschen neu war und über den ich mich sehr freue. Wir haben es offenbar zu tun mit ganz, ganz vielen Mosaiksteinen, die alle bekannt sind. Der spannende Gedanke für mich ist jetzt, in welcher Reihenfolge wir diese Steinchen aneinander legen. Ja? Also vielleicht liegt es ganz oft nur daran, zu welchem Zeitpunkt was passiert, um diesen ganzen Prozess vielleicht besser und für alle Beteiligten angenehmer und effizienter zu gestalten. Vielleicht nehmen wir auch das noch mit als Input. Ja, jetzt eine kleine Kaffeerunde. Ich danke. Ja, noch was ganz Wichtiges. Bitte.